So, heute gibt es das feinste Baltic Farm von der Inselbrauerei Rügen. Was haben wir denn da? Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmehl, Weizenmalz schon. Traubenzucker, Naturhopfen, Hefe. Bayerisches oder deutsches Reinheitsgebot? Baltische. Englisch halt. Das britische. Recht herb. So mediwürzig. Recht fruchtig. Total weinartig. Etwas sauer. Total trocken. Wir geben bei Auspacken und Wegpacken Optik von der Flasche eben mal wieder 4 Punkte. Weil das sieht ja auch recht gut aus. Ja. Also da kann man ja nicht meckern. 4 Punkte, volle Punktzahl bei uns. Augensucht oder Augenflucht? Wie sieht dieses Getränk? Bier kann man es ja eigentlich nicht nennen. Im Gläschen aus hier. Enrico ist total geil im Glas. Das war übrigens auch drin in der Box. Ja, also hervorragend. Enrico hat da noch ein bisschen weißen Cognac, ja. Ein bisschen Wodka drin. Ja, hast du wieder alle die stets bemüht ist. Ja. Dafür kann er ja aber auch gut eingießen. Und? Wie sieht es aus? Ah, ist ein bisschen dolle trüb, wa? Ja. Prost. Wie schmeckt das? Mann. Riecht genauso. Nö, ich möchte das nicht trinken, ey. Riecht genauso wie die vorher? Hörst du meine Leber schreien? Die winselt, die fleht um. Na, wir machen das ja für euch. Alter, das ist wirklich, also der klatscht dir das fruchtige, würzige, weinhaltige. Ach, hör auf, ey. Also bei fruchtig weg auf jeden Fall bis ans äußere Ende, ja. Also das ist jetzt nicht so schlimm wie die anderen. Das stimmt. Aber gut, also, ist es auch nicht. Wird besser. Ja. Oder wir gewöhnen uns dran. Der Büffel. Ich mag diese weinhaltige, fruchtige Zeug da. Das guck dir doch mal den für Büffel, mich. Guck dir doch mal den Büffel an, sag mal. Ja. Der ist traurig. Wie traurig, ja. Der guckt. Der richtig misshandelt, kriegt der. Ja. Richtig. Oder nicht. Hm. Sag mal, warum steht dann hier die Mönchshof-Pulle? Keine Ahnung. Bestimmt der Daniel hier vergessen. Das kann durchaus sein, ja. Wirklich, das ist echt gemeint, ja. Also wer auf fruchtig, weinartige, würzige Biere steht, also der ist hier wirklich bestens bedient mit der Reihe. Das sind keine Biere. Das ist schon besser wie die anderen Biere, aber trotzdem. Ihr habt das bisher der Gewinner. Ja, von der Reihe, ja. Oh Mann. Solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gib dein Bedauern nun laut kund und trink ein Gebräu edlerer Klasse. Mann, wer trinkt denn so ein Mann. Mist da? Das ist mein Bier. Das ist meins. Du trinkst wahrscheinlich immer eins. Ach, da ist ein Schluck drin. Ach Mann, ey. So. Was trinken wir am nächsten Video? Was Besseres. Meinst du? Was aus der Kiste? Ja. Komm, irgendwie muss da doch mal... Man soll ja die Hoffnung nie aufgeben. Oh! Das ist das letzte Bier. Nee, das vorletzte. Oh, nee. Oh Mann, ey, toll. Jut. Baltic Stout. Also, nächstes Mal Baltic Stout. Abonniert den Kanal, sonst verpasst ihr das Video. Nächstes Mal ohne Enrico. Ja? Genau, nächstes Mal trinkt Galena. Enrico macht hier bloß den Protokollführer. Und jetzt macht die Solo-Nummer und ich trinke daneben bei Mönchshof. Genau. Also, haut rein.